Application Input Box Type 8. Hallo und willkommen zu den VBA Tutorials. In Video 325 habe ich offen gelassen, wie man bei Inputboxen, Application Input Box, wie man dort den Zellbezug, den Range, also Typ 8 definiert, wie man das in eine Variable laden und dann auch weiterverwenden kann. Das werde ich jetzt mal nachholen. So, Ausgangsmaterial, ich gucke mir, wie viel neue Likes ich so im Monat auf meiner Facebook-Seite hatte und möchte das hier zusammenziehen. Da kann ich ja ganz normal eine Summe bilden. Ich bilde mal von diesen 6 Werten, drücke mal Steuerung, diesen 2 Werten hier noch die Summe. So, drücke Enter und jetzt steht ja hier ganz normal eine Summenformel drin. Das möchte ich aber über VBA realisieren. Ich kann jetzt über Alt F11 oder Entwickler Tools Visual Basic mal hier reinschauen, was ich hier gemacht habe. Und ich habe hier einen Code, den beschreibe ich gleich mal. Und dieser Code macht Folgendes. Ja, das wird hier eine Application Input Box gestartet. Und dort wird mit Typ 8 etwas abgefragt, nämlich ein Bereich. Und der Bereich wird in die Variable RangeZellBereich geladen und die habe ich dimensioniert als Range, als Bereich. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Ich wechsle ins Excel-Tabellenblatt, lege mir hier mal einen Schalter hin, womit ich das Makro abrufen kann. Mit gedrückter Alt-Taste male ich hier so eine Schaltfläche, wähle das Makro aus, klicke auf OK und benenne das kurz hier mal Summe. Ups, Summe steht jetzt hier. Und wenn ich draufklicke, wird gefragt, wo ist denn der Bereich? Das macht Application.InputBox. Und jetzt kann ich hier markieren. Ich kann F4 drücken, dann sind die Dollarzeichen weg. Ja. Ich kann aber auch Steuerung jetzt drücken und andere Bereiche markieren. Was ist denn jetzt, wenn ich F4 drücke? Ah, da sind alle betroffen. Ja, die ganze Zelle ist betroffen. Lass ich es mal so. Und dann klicke ich auf OK. Und dann habe ich hier beides mal jetzt die Summe drin stehen, 37. Ja, ich markiere mal, das steht auch unten rechts jetzt in der Statuszeile. Und hier ist die fertige Zahl eingetragen und hier ist die Summe übernommen worden. So, was habe ich gemacht? Gehen wir mal den Code von oben nach unten durch. Also, ich habe eine Prozedur erstellt. Unten ist automatisch Entsub hinzugekommen. Ich habe eine einzige Variable erstellt, RangeZellBereich, sRange, und habe sofort gesagt, also falls mal ein Fehler passiert, geh unten in den Error-Handler, also brech das Ganze hier ab, geh da gar nicht mehr weiter, sondern spring hier in den Error-Handler und dann zeig mir mit dem Debug-Print in den Direktbereich die Fehlerbeschreibung, die Fehlernummer und woher, aus welchem Modul der Fehler kommt und auch eine kleine Meldung. So, damit der nicht automatisch in die Fehlerbeschreibung reinläuft, habe ich hier ein Exit-Sub gemacht. Das heißt, das Programm läuft durch bis hier. Sollte ein Fehler kommen, springt da direkt hier hin und wird dann hier abgebrochen. So, das heißt, ich habe diesen Range-Zellbereich und den muss ich mit Set setzen, ein Range. Da kann ich nicht einfach so Range gleich Application starten. Ich führe das Ganze mal aus, zack, ja, markiere was. Dann klicke ich auf OK und dann sagt er, ein Fehler ist aufgetreten. Das stimmt gar nicht. Na, ich mache mal Set davor, das war's. Set für Range. So, führe das jetzt aus. Klicke drauf, markiere. Ja, jetzt funktioniert's. Und da packe ich also rein, Application Input Box, Klammer auf. Das ist der Text, der vor der Eingabezelle steht. Das ist der Überschriftentext hier, Title Formel. Und das ist der Typ Range Bereich. So, und dann mache ich zweierlei. Zum einen sage ich, dass in die Zelle B3 einmal direkt der Wert dieser, das Ergebnis dieser Rechnung geschrieben wird, nämlich von Application Worksheet Function Summe, Sum, von diesem Bereich. Das heißt, das, was da übergeben wird, dieser, was war das, D2 bis, ja, E irgendwas, dieser Bereich, der steht dann hier automatisch korrekt drin. Dann lasse ich für B4 eine Formel erstellen und die Formel soll lauten gleich Sum, also da muss ich den englischen, definitiv den englischen Begriff hier nehmen und pack dahinter von welchem Bereich und dann muss ich dahinter noch die Klammer schließen. Der Punkt ist jetzt hier folgender, ich habe hier nicht abgefangen, was ist denn, wenn der Bereich auf dem anderen Tabellenblatt ist, also hier sind auch Zahlen,
Ich lasse das hier ausführen. Super. Ich kann aufs andere Blatt wechseln, markiere. Und jetzt steht hier Tabelle 2 und das ist der Bereich hier, Range. Das da vorne ist das Tabellenblatt, Table 2 Ausrufungszeichen. Ich klicke auf OK und hier kommt die 9 an. Hier hat das gemacht. Ja, das sind 9. Aber bei der Summe hat er nicht den Tabellenblattnamen mit übernommen. Und das müsste ich dann noch nachholen. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Das mit Range Zellbereich Worksheet Name. Ich kann das ja mal rauskopieren und hier mit einer Message Box mal auftauchen lassen. Ups, Message Box. Na, ich muss das einmal hier rauskopieren. Ja, dass man auch sieht, das wird mit erfasst. Aber er gibt mir nur die Koordinaten D2 bis E irgendwas. Ja, den Namen, den hole ich jetzt auch mal. Das heißt, wenn ich hier das Makro ausführe, das Blatt wechsle, Tabelle 2, markiere, da sehe ich Tabelle 2. So, dann wird mir der Name hier wiedergegeben, aber er wird nicht in die Formel mit überführt. Ja, das ist eine kleine Denksportaufgabe, das hier noch zu integrieren. Ja, mit dem Ausrufungszeichen. So, das lasse ich mal weg. In Video 325 habe ich gezeigt, dass ich auch die deutsche Formel hätte nehmen können. Das mache ich mal für Range B5. Genau das gleiche hier. Und zwar sage ich jetzt Formula Local, also weil ich ja ein deutsches Excel nutze. Und dann könnte ich hier nämlich Summe schreiben. Das funktioniert, mal gucken, ja, in die Zelle B5. Das funktioniert oder funktioniert auch nicht. Gucken wir mal. Ich nehme mal nur diese Werte hier. Klick auf Summe, markiere, klick auf OK. Und es kommt überall die Summe rein. Jetzt nochmal, ich markiere, Steuerung, markiere, ich sehe hier das Semikolon. Aber intern wird hier das Komma gewählt. Das Komma im Englischen, also nicht ein Semikolon beim Markieren, sondern ein Komma. Und das wird hier nicht korrekt überführt. Deshalb nehme ich nicht die deutsche Funktion, sondern bleibt einfach bei der englischen. Und anschließend wird Range Zellbereich wieder auf Nothing gesetzt, also dass da die variablen Werte herausgelöscht werden. Falls mal ein Fehler passiert, es sind ja welche passiert, na, Debug Print ist aufgetreten, kann ich mit Steuerung G, mit dem Direktbereich, mir anzeigen lassen, was da reingeschrieben worden ist. Also hier, das füllt sich dann automatisch. Ja, da kann man auch mit Ansicht Direktfenster reingucken. So, das noch als Ergänzung zu Formula und Value hier, wenn ich die Worksheet-Functions, die Tabellenblattfunktionen verwenden möchte, mit Bereichen, die ich auswählen kann.